Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So langsam wird es hier richtig voll im Van. Die Bank haben wir ja mittlerweile schon gebaut, eine Dusche haben wir auch schon. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Platz zwischen und da wollen wir noch ein Schubladenelement hin haben. Und genau darum soll es im heutigen Video gehen. Ja, die Idee hier ein Schubladenelement hinzubauen, war von Anfang an natürlich da. Hat so ein bisschen den Hintergedanken, dass wir am Anfang des Konzepts die Position noch nicht so zu 100% wirklich bestimmen konnten. Das heißt, natürlich haben wir definiert, wie groß wir die Dusche an sich haben möchten, aber mussten halt gucken, wie weit wir sie wirklich an den Radkasten ranbekommen, wodurch sich der Abstand quasi zum Fahrersitz hin betrifft. Und natürlich hatten wir auch so Grundgedanken, wie groß Sitzflächen und Co. werden sollen. Aber auch da wollten wir uns die Flexibilität ein bisschen offen halten, das ein bisschen zu verrücken. Und daraus ergibt sich hier theoretisch ein variables Maß, was wir jetzt final auf 37 cm fixiert haben quasi. Und genau diese 37 cm füllen wir jetzt mit einem Schubladenelement aus, denn dadurch, dass wir alles selber bauen, sind wir da ja auch super flexibel. Das heißt, wir bauen uns jetzt eine 35 cm breite Schublade da rein, weil nach Abzug der Seitenwände und der Scharniere bleiben halt eben noch 35 cm über. Und das Ganze wollen wir wie in unserem ersten Van auch schon mechanisch verriegeln. Das heißt, per Knopfdruck sollen in dem Van hier alle Schubladen sich automatisch verriegeln und per Knopfdruck sich wieder öffnen, sodass sie beim Fahren auch schön gesichert sind und wir nicht mit Pushlock und Co. arbeiten müssen an der Stelle. Und auch darum soll es heute gehen. Genauso habe ich mir oder haben wir hier die ganzen Serviceleitungen auch bewusst genau hier an diese Stelle gelegt, dass sie dann am Ende durch Schubladenelement gehen, weil wenn ich die Schubladen dann alle rausnehme, komme ich jederzeit hier unten wieder an der Stelle an den Boden dran, das heißt auch an die ganzen Verbindungsstellen, genauso eben auch hinten an der Dusche, an den Siphon, falls damit mal was ist, oder um den zu reinigen, sind das alles Sachen, die quasi genau diesen Gedanken haben, auch möglichst alles servicen zu können und immer wieder an alle Sachen heranzukommen. Denn der Gangbereich hier, der aufgedoppelt ist, da queren die Kabel einfach nur. Aber da, wo dann wirklich die Verbindungsstellen sind, das ist dann im Schrank. Und genau so möchten wir das gerne haben. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir alle schon vorbereitet haben. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir schon mal ein paar Teile vorbereitet. Ich habe alle schon zugeschnitten und auch schon die Umleimerkanten gesetzt, wo nachher sichtbare Flächen sein werden oder sein könnten. Genau, das ist jetzt die Seitenwand, die an die Dusche kommt. Hinten wieder die Aussparung für den Siphon eben. Vorne dann quasi die Platte dran mit den Aussparungen für die Kabel, genauso wie hinten. Und für die andere Seite werden wir die Rückseite der Sitzbank einfach benutzen für die Scharniere, denn in die Dusche direkt wollte ich jetzt nicht schrauben, aber in die Rückbank, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, weil da muss ja auch nichts dicht bleiben, im schlimmsten Fall, wenn dann doch mal der Schraubenkopf durch Screenplay durchkommen sollte, wäre das dann nur ein optischer Mangel und kein technischer an der Stelle. Hier kommen dann auf die Platte noch unsere Auszugsscharniere, 5 Stück an der Zahl, 3 20er, eine 15er und eine 10er Schublade. Die oberste für Besteck, bei dem Rest müssen wir mal gucken, wofür wir sie nutzen werden. Genau, wir haben uns hier für Junker Vollauszug Schubladenscharniere entschieden mit, ich glaube, bis zu 40 Kilo Traglast. Der Vorteil hieran ist, dass die Soft Close und Selbsteinzug haben. Die gibt es leider erst ab der Traglast, glaube ich. Die mit weniger Traglast, die sind, glaube ich, nur so zum Einhaken. Und die sind super smooth im Ausziehen und Einschieben. Und
Ja, haben wir im letzten Van schon super gute Erfahrungen mitgemacht und deswegen setzen wir da auch wieder drauf. Die sind 5 bis 10 cm immer kürzer als die Schublade, weil sie einen Vollauszug haben. Wir aber der Meinung sind, dass es reicht, wenn die letzten 5 bis 10 cm hinten in der Schublade im Korpus quasi drin bleiben. Zum einen ein bisschen aus Gewichtsgründen und zum anderen auch, um ein bisschen mehr Flexibilität in der Länge zu haben, da man die immer nur im 5 cm Raster kaufen kann. Das Element ist 65 tief, deswegen 60er Auszug hier an der Stelle. Und eins der sicherlich interessantesten Dinge an dem Schubladenelement ist die mechanische Schubladenverriegelung. Ja, für die Schubladenverriegelung bedienen wir uns einfach einer umfunktionierten Zentralverriegelung. Ist ganz cool, das System, hatten wir im letzten auch schon. Danke an der Stelle nochmal an Sven für die coole Inspiration. Das sind einfach so kleine Zylinder hier, die über 12 Volt angesteuert werden können und sogar per Fernbedienung oder per direkten Knopfdruck dann auf- oder zugeschaltet oder geschaltet werden können. Und das Ganze habe ich mir jetzt so überlegt, dass wir dort eine kleine Leiste dran befestigen werden. Diese Leiste hat schon eine eingefresste Nut. Und in die Schublade werde ich ein Gegenstück dafür setzen, was auch eine Nut hat, sodass der Zylinder nachher dann quasi so montiert in die Nut rein und raus geht und ich dann die Schublade nicht mehr aufziehen kann und wenn er raus ist, dann die Schublade wieder öffnen kann. Ich habe das extra so gemacht, damit ich den Abstand von der Schublade zum Schließzylinder frei definieren kann und da nicht auf den letzten Zentimeter die Schublade dick bauen muss, weil ich ja jetzt quasi hier die Nut reinfräsen kann und diesen Klotz so lang lassen kann, wie ich das brauche oder möchte. Genau, ansonsten haben wir hier noch so kleine Stege. Die habe ich, um die Zuglast, wenn die Schubladen verriegelt sind, so ein bisschen aus den Motoren wieder rauszunehmen. Sonst würden die immer, wenn die Schublade zieht, den Stab quasi so verbiegen wollen. Und damit das nicht passieren kann, habe ich hier nochmal so kleine Brücken gebaut quasi, die die Last aus der Hauptstrebe dann aufnehmen, sodass die Zugkraft nicht mehr in den Zylindern sitzt. Einfach, um es ein bisschen langlebiger zu machen und an der Stelle einfach das Fünkchen mehr Sicherheit zu haben, dass da nichts kaputt gehen kann. Denn bei Kurvenfahrten, ich kann nicht einschätzen, wie viel Kraft dann wirklich oder mit wie viel Kraft die Schubladen an den beiden Zylindern ziehen würden. Und ich nehme bei den 5 Schubladen jetzt auch nur 2 Zylinder, wie ihr hier sehen könnt, die komplette Stange vor- und zurückschieben über die ganze Länge. Und damit bin ich dann relativ frei in der Positionierung. Ein bisschen darauf zu achten ist natürlich, wo sitzen die Schubladen nachher, sodass man den Schließzylinder eher in den Zwischenraum zwischen 2 Schubladen setzt. Und auch mit den Brücken nicht an der Stelle im Weg ist, wo man halt nachher den Klotz dran schrauben möchte, um die Arretierung irgendwo zu befestigen. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und jetzt gucke ich mal, wie wir das alles montieren. Hier ist hier nun unsere Schubladenverriegelung. Die werden jetzt angesteuert. Die verriegeln eben genauso jetzt die Leiste, wo dann hier die Sicherung für die Schubladen hintergreift. Und ich würde sagen, wir setzen es auch direkt mal rein und gucken uns an, ob das auch wirklich spielt, denn die Zylinder habe ich auch noch nicht getestet. Also verkabelt ist das alles, aber gucken wir mal, wie das so funktioniert. Hier ist das Ganze jetzt mal provisorisch zusammengestellt. Genau, die beiden Schließzylinder an der Rückenplatte. Und was ich eingänglich ja mal gesagt hatte, ist, dass das eine umgebaute Zentralverriegelung ist, weswegen wir auch den Knopf haben. Und darüber können wir jetzt eben genau
die Verriegelung auf- und zu machen. Das Ganze können wir auch noch über unser Bedientableau machen. Ja, und damit lassen sich mit zwei Zylindern alle fünf Schubladen verriegeln. Schubladen ist ein gutes Thema. Hier liegt schon ein ganzer Stapel zugeschnittener Bretter. Die Böden und die Seitenteile für fünf Schubladen, die wir jetzt einfach mal zusammen montieren müssen, damit wir die dann auch in unser Schubladenelement einsetzen können. Denn was wäre ein Schubladenelement ohne Schubladen? Genau, einfach nur ein Fach, oder? Ja, genau, da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, wie ich die Sachen zugeschnitten habe. Wir haben eine 10 cm hohe, eine 15 und 3 20 cm hohe Schubladen in dem Element. Da wir 85 cm in der Höhe zur Verfügung haben, die Höhe wird über die Blende definiert und die Schublade selber ist normalerweise immer so 5 cm niedriger als die Blende. Das heißt, das Seitenteil für die 20er Schublade ist dementsprechend 15 cm hoch, für die 15er dementsprechend 10 und bei der 10er ist es nicht 5, sondern 8, weil sonst fallen die ganzen Sachen an der Seite wieder raus. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, einiges vor mir. Für unsere Schubladen brauchen wir natürlich auch noch hübsche Möbelfronten und dazu erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was, denn das ist ausnahmsweise mal mein Job. Genau, also wir haben eine Rundplatte aus 12 mm Queen Ply und darauf kleben wir eine ganz schmale, dünne Leiste aus 4 mm. Die haben wir in 3 cm breite Streifen geschnitten und so kommen wir in Summe auf eine Stärke von 16 mm und das ist auch die Stärke, die unser Korpus hat. Diese schmalen Streifen haben wir ganz leicht angefasst, so dass wir einen schönen Übergang zu der Platte bzw. einen schönen Abschluss haben. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht und es hat uns echt gut gefallen, also machen wir das jetzt auch wieder. Genau, und dann wird das Ganze ganz einfach aufgeleimt und anschließend noch gestrichen und schon haben wir schöne Möbelfronten. Ja, und schon haben wir unsere fertige Schubladenblende im Landhausstil. Das Ganze hatte jetzt circa eine Stunde Zeit zu trocknen. Dann sollte der Leim, also wir haben Expressleim verwendet, der sollte dann auf jeden Fall trocken sein. Genau, wenn hier noch kleine Unebenheiten sind, also wenn es ein bisschen verrutscht ist beim Leim, das kann durchaus passieren, dann kann man einfach mit einem Parallelfräser noch einmal dran lang und dann ist es wieder bündig und sieht super aus, auch wenn es gestrichen ist. Und bevor ich das Ganze streiche, werde ich die Seite hier, beziehungsweise alle Seiten, einmal anfeuchten, trocknen lassen und dann anschleifen, damit es anschließend auch schön weich ist. Und dann kann man das ganz wie man möchte streichen. Bei uns wird's in der Farbe Mint. Die hatten wir im letzten Van auch schon und es hat uns so gut gefallen, dass wir eine ähnliche Farbe auch dieses Mal wieder verwenden.
Neben den Schubladen haben wir ja auch schon jetzt die Blenden gebaut. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Auszüge für die Schubladen, damit wir sie dann auch final in den Van einbauen können. Wir haben uns da wieder für die Junker Vollauszüge mit Softclose und Selbsteinzug entschieden. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das ja sich wie in einer richtigen Küche dann am Ende anfühlt. Hatten wir auch im letzten Van schon. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir kopieren ganz schön viel, weil wir einfach super begeistert sind von den Sachen, mit denen wir natürlich die Erfahrung gemacht haben. Also gute Erfahrung, wo wir schlechte gemacht haben, die lassen wir natürlich weg. Genau, und ich möchte das Scharnier nachher ziemlich bündig mit der Unterkante der Schublade haben. Und deswegen habe ich mir schon mal die Höhe ausgemessen, wo das Scharnier, also der Teil des Scharniers quasi läuft, also den Abstand hier unten. Genau, weil der kleine Teil kommt ja in die Schublade, der große kommt nachher in das Element. Und damit das jetzt quasi bündig an der Schubladenunterkante ist, muss das Mittelteil ja ein Stück höher. Das habe ich mir schon mal ausgemessen. Ich glaube, das sind in dem Fall hier jetzt 6, 7, 8, 9, knapp 10 mm. So kann ich jetzt das Innenteil nehmen, kann mir das hier einfach auf meine positionierten Klötzchen legen, kann es dann vorne bündig ausrichten, denn so soll die Schublade nachher montiert sein. Und dann kann ich mir einfach eine Schraube nehmen und die hier befestigen und das dann nur quasi mal 10. Sollte relativ schnell gehen. Das Ausrichten im Element selber der Gegenstücke ist dann ein bisschen anspruchsvoller, in Anführungszeichen, weil wir ja die Höhen festlegen müssen und natürlich auch gucken müssen, dass links und rechts parallel zueinander sind und sich nicht nach hinten, also auch rechtwinklig zum Korpus. Das ist dann nochmal ein bisschen anspruchsvoller, aber ich würde sagen, ich lege jetzt erstmal hier mit los und ihr bekommt wieder ein bisschen Musik auf die Ohren. Ja, wie ihr sehen könnt, spielt das perfekt, schwebt ganz leicht, ich glaube 1 mm oder so über dem Boden, ja, kriege ich schon nicht mal mehr drunter, die 1 mm, aber es kratzt auch nicht an der Platte, also genauso wie ich das haben wollte. Bei den Schwerlastauszügen haben wir uns dazu entschieden oder haben uns angewöhnt, zwar den Vollauszug zu nehmen, weil das die einzigen sind, mit denen quasi dieser Softclose funktioniert, weil die Teilauszüge meistens dann immer nur so zum Einhängen sind und nicht so eine schöne Führung haben. Nehmen wir die in der Regel immer 5 bis 10 cm je nach Schublade, Gewicht und Länge kürzer, weil am Ende muss die Schublade ja nicht komplett bis auf den letzten Zentimeter ausgezogen werden. Wenn ihr dann bis hierhin aus dem Element rausguckt, reicht das vollkommen aus. Da kann man sich, finde ich, immer noch mal ein bisschen Gewicht am Ende natürlich auch sparen, denn jeder Auszug wiegt je nach Länge so circa im Durchschnitt 1,5 Kilo oder 1,2 Kilo, glaube ich. Das macht bei 11 Schubladen bei uns jetzt alleine 15 Kilo aus. Schon nicht ohne, aber der Luxus von Schubladen ist einfach grandios und gegen ein Schrankfach mit einfach 2, 3 Regalböden finden wir unersetzlich. Da verzichten wir lieber auf 2, 3 Flaschen oder Vorräte oder was auch immer zur Not. Aber den Luxus, den gönnen wir uns. Und jetzt mache ich mal den Rest weiter. Jetzt kommt das Anspruchsvollste, die ganzen Schubladen richtig einzusetzen, auszumessen und vor allen Dingen auch auszurichten, dass sie vernünftig laufen und auch rechtwinklig im Element sitzen. Hier hat sich mittlerweile einiges verändert zum letzten Stand. Da stand das hier ja nur provisorisch drin. Mittlerweile ist alles fest verschraubt, die Wandverkleidung ist fertig. Aber erst jetzt macht es richtig Sinn, die Schubladen hier auch einzusetzen. Dazu werde ich mir auf jeden Fall so einen Anschlagwinkel hier nehmen und dann
quasi den hier vorne ja, ansetzen, um da einfach einen rechten Winkel zu haben. Und vielleicht mache ich mir da sogar erst eine Linie, um das ja, dann da gerade auszurichten. Also, dass ich den wieder wegnehmen kann. Und dann eben das Gegenstück von den gerade an die Schubladen geschraubten Scharnieren hier dann dran setzen zu können, denn die sind auch gar nicht so leicht. Das kriege ich mit einer Hand günstig hin und das gucke ich mir jetzt mal an, wie wir das am schlausten machen, das vernünftig auszurichten und dann hoffentlich gleich schnell hier 5 Schubladen gleichmäßig verteilt drin zu haben. Nachdem wir jetzt alle Schubladen ausgerichtet haben soweit und alles spielt, so wie es soll, fehlen eigentlich nur noch die Blenden, eigentlich, denn wir haben ja unsere automatische Schubladenverriegelung schon an der Rückwand montiert und ja, jetzt brauchen wir noch ein Gegenstück an den Schubladen. Da habe ich mir hier schon mal so ja, kleine Klötzchen mit Bohrungen versehen, die so eine Nut eingefräst haben hier, was quasi das Gegenstück dazu ist. Und genau, die müssen wir jetzt nochmal an die Schublade hinten dran montieren. Da hatte ich mir hier bei der einen Schublade schon mal den Abstand ausgemessen, wie groß der sein muss. Und jetzt würde ich sagen, montieren wir einfach mal so ein Klötzchen hier oben drauf und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und dann müssen wir das bei den restlichen auch noch machen. Ansonsten kommen hier noch 2 Vorbohrungen rein, damit wir dann von innen die Blenden verschrauben können. Das können wir in dem Zug auch gleich mitmachen und dann können wir gleich auch schon die Blenden ausrichten. Und dann sollte es das schon fast gewesen sein. Ich will noch nicht den Abend zu früh loben, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Klötzchen hier. So, jetzt geht unsere Schublade ganz normal auf und zu. Wenn wir jetzt einmal die Schubladenverriegelung betätigen, dann sind die Schubladen jetzt gegen Aufgehen gesichert. Mega cool, genau so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. So, das Ganze jetzt noch bei den anderen 4 und dann die Blenden und dann können wir das Kapitel hoffentlich bald abschließen. Nachdem wir jetzt alle ja, Blöcke für die Schubladenverriegelung montiert haben und vorne die Löcher vorgebohrt haben für die Blenden zum von innen anschrauben, können wir sie ausrichten. Dazu habe ich mir hier schon mal 2 Klötze von Restholz zugeschnitten auf ein Maß, was ich hier unten gerne haben würde, nämlich 2 mm tiefer als die Sockelleiste hier, dass wir da jetzt die erste Blende einfach draufstellen können. Das ist nämlich immer dann am einfachsten. Jetzt habe ich mir schon überlegt, dass ich glaube, die Weißen sind immer 5 und die roten 3, also 8 mm von der linken Seite quasi weg sein möchte, weil damit ist es dann ziemlich mittig ausgerichtet und gibt dann ein schönes Spaltmaß auch links. Und so können wir jetzt eigentlich die erste Schublade schon montieren. Dafür werde ich jetzt die Schublade hier einmal herausnehmen, damit wir da natürlich besser drankommen von innen. Und jetzt natürlich nochmal alles ausrichten, wenn man sie umschmeißt. So, und
damit haben wir auch schon die erste Schubladenblende ausgerichtet. Schließt perfekt, genauso wie es soll. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Knauf, aber den lassen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ab, denn da kommen, also die kommen natürlich noch dran, aber weil wir hier jetzt noch die Küche einbauen müssen und Co., dass wir da nicht dran hängen bleiben und uns die abreißen, werden wir die auf jeden Fall erst später montieren. Und jetzt mache ich mal mit den anderen Schubladen weiter. Da ist das gute Stück. Sieht richtig schick aus. Ist auch extra so weit zurückgesetzt, dass mit den Knäufen hier nachher das wieder in einer Höhe hier mit der Duschkante ist und damit ein bisschen versetzt ist. Auch oben die Arbeitsplatte ein wenig vorgezogen. Da gucken die Knöpfe zwar nachher noch ein bisschen hervor, aber ich finde, das kann sich echt sehen lassen. Und das ist mit 60 cm Tiefe so unfassbar viel Stauraum. Genau, da kommt unsere Besteckschublade oben rein und ja, jeder kriegt so sein persönliches Fach und noch zwei für Küchenutensilien und ja, richtig cool. In dem Sinne hoffe ich, euch hat es gefallen, wie wir dieses coole Schubladenelement gebaut haben. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen da. Da freuen wir uns immer riesig drüber, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Und wenn ihr es nicht schon tut, dann folgt uns auch gerne. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.